Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man im Google Chrome Browser den Dark Mode aktivieren kann. Es gibt hier schon einige Videos auf YouTube, die ja es irgendwie sehr komisch oder verkompliziert zeigen oder auch zeigen, wie es irgendwie gar nicht möglich ist. Deshalb mache ich für euch hier eine Anleitung, wie es ganz einfach mit wenigen Klicks funktioniert. Ich verstehe gar nicht, was die anderen Leute hier auf YouTube gemacht haben. Keine Ahnung, wenn euch das Video hier von mir jedenfalls gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da und abonniert auch gerne hier meinen YouTube-Kanal. Bei mir gibt es nämlich Anleitungen, die auch funktionieren und einfach sind und ihr verpasst in Zukunft dann keine weiteren Videos mehr. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Hier in den drei Punkten reinklicken, dann geht ihr auf Einstellungen. Und dann haben wir hier unten den Punkt Darstellung. Da klickt ihr einmal rein. Und dann gibt es hier den Chrome Web Store. Den öffnen wir einmal. Und hier findet ihr jetzt zahlreiche Designs, die ihr benutzen könnt. Für uns geht es jetzt darum, wir möchten ganz gerne den Dark Mode haben. Und entweder gibt es hier oben einfach in die Suche ein oder ihr scrollt ein paar Stufen einfach nach unten. Und dann findet ihr hier haufenweise Themes, die im Dark Modus sind. Wir nehmen einfach mal Just Black, weil darum geht es uns ja. Und dann klicken wir den an, wie gerade gezeigt. Und jetzt müsst ihr hier nur noch auf Hinzufügen gehen. Und dann könnt ihr sehen, dass hier in dem Fall jetzt auch Google Chrome im Dark Mode ist. Wenn man das Ganze wieder rückgängig machen möchte, geht man hier wieder auf seine drei Punkte, geht wieder auf die Einstellungen, geht hier wieder auf Darstellung. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze wieder auf Standard zurückzusetzen. Und dann ist der Dark Mode auch wieder aus. Und ihr habt wieder den ursprünglichen die helle Farbe an, wie ihr es vorher hattet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!